Ihr Lieben, Sodbrennen, ein absolut feuriges Thema in der Schwangerschaft. Und heute gibt es ein paar Tipps und Tricks, wie man dagegen angehen kann. Los geht's! Ihr Süßen auch, ich kann darüber ein Liedchen zwitschern, denn Sodbrennen ist eines der unangenehmsten Nebenerscheinungen in einer Schwangerschaft, wenn man sonst alles überstanden hat, wie die kleinen üblichen Wehwehchen und auch natürlich die Schwangerschaftsübelkeit. Bleibt das Sodbrennen bis zum Schluss meistens und es wird noch zum Ende der Schwangerschaft ein bisschen schlimmer. Es ist so. Warum ist das so? Ganz einfach, denn die glatte Muskulatur, die wird halt immer ein bisschen entspannter in der Schwangerschaft, denn durch das Schwangerschaftshormon Relaxin lockert sich eigentlich das gesamte Gewebe auch bei uns in im weiblichen Körper, damit der Körper sich auch maximal dehnen kann, um dem Kind auch Raum zu geben. Und dazu gehört natürlich auch unsere Muskulatur, auch hier in dem Bereich, im Bauchbereich. Und ja, mit zunehmender Schwangerschaft und mit größer werdendem Bauch drückt natürlich die Gebärmutter gegen die Magenwand und somit ist einfach auch wenig Platz hier oben, vor allem so 7., 8., 9. Monat, da merkt man es auf jeden Fall. Und da rate ich nur dazu, esst kleine Portionen über den Tag verteilt, besser als eine große Mahlzeit. Auch wenn euch der Hunger packt, auf jeden Fall in Etappen essen, das sorgt dafür, dass ihr nicht so viel Druck habt im Magen. Ein weiterer Tipp von mir auf jeden Fall, habe ich auch mal gemerkt, wenn ich flach liege und irgendwie noch ein Buch gelesen habe oder so, dann floss die Magensäure nur so hoch im Liegen. Also immer gucken, dass ihr euer Kopfende ein bisschen erhebt. Packt euch ein Kissen drunter, auch abends auf der Couch. Da auch schon darauf achten, dass ihr ein bisschen aufrechter sitzt, damit die Magensäure nicht so nach oben schwappen kann. Ja. Wenn es richtig wehtut und es brennt, und ich hatte solche Momente auch schon mal, denn ich weiß noch, der Noah ist im April geboren und damals gab es auch schon Osterschokoladen, Eier und Häschen und da habe ich gerne mal so zum Schluss der Schwangerschaft hatte ich auch mal Lust auf einen Schokoladenhasen und da weiß ich noch ganz genau, da hatte ich ganz, ganz übles Sodbrennen. Ich habe nie vergessen, weil ich dachte, jetzt gleich spucke ich Feuer. Und das ist auch eine Sache, vermeidet auf jeden Fall fettige oder sehr starke süße Lebensmittel, alles was sehr stark zuckerhaltig ist, wie Schokolade oder so Sahne, Eisgeschichten, also alles so ein bisschen in Maßen und in kleinen Portionen, wie gesagt. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann versucht einfach kalte Milch zu trinken, pasteurisierte Milch, ganz wichtig, pasteurisierte Milch, weil Rohmilchprodukte dürfen wir nicht zu uns nehmen. Dazu gibt es ja auch hier ein Video von mir. Was mir auch geholfen hat, ist, wenn ich jetzt gerade keine Milch zu Hause hatte, ich habe immer Nüsse zu Hause, dann habe ich einfach Mandeln sehr lange im Mund gegessen, langsam gekaut, sodass sich wirklich die kompletten Enzyme der Mandel bei mir entfalten konnten und dann hatte ich so richtig so einen Mandelbrei, so ähnlich wie Mandelmus im Mund und das habe ich dann halt so langsam immer so nach und nach gegessen, runtergeschluckt. Also ich hatte richtig so eine Handvoll Mandeln, die ich so über 10 Minuten lang langsam gegessen habe. Das hat mir auch sehr stark geholfen. Es gibt tatsächlich aber auch Hebammen, die schwören darauf, dass man Scharfes mit Scharfem bekämpfen soll und raten dann zu einem kleinen Eierlöffel Senf. Also ich muss dazu sagen, ich habe das nicht ausprobiert, weil ich hatte sehr großen Respekt davor, weil wenn es eh schon so gebrannt hatte in meinem Magen, der Gedanke an Senf, der hat nämlich was wahnsinnig gemacht. Ich weiß, ich habe das damals sogar gegoogelt und dann habe ich das gelesen und schon beim Wort Senf, da habe ich gedacht, so, nee, auf gar keinen Fall mache ich das jetzt. Das war mir dann doch zu experimentell. Aber wer sich das traut von euch da draußen, wer es schon mal probiert hat und wie es gewirkt hat bei euch, bitte schreibt es mir unten in die Kommentare, das interessiert mich wirklich mal brennend. Ja, also das sind so meine Tipps, die ich euch mitgeben kann. Erhöht das Kopfende, achtet darauf, dass ihr, wenn es wirklich brennt, dann könnt ihr ein paar Mandeln langsam kauen, kalte Milch zu euch nehmen und generell auf Fettiges und Süßes weitestgehend verzichten oder in Maßen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist immer in kleinen Portionen essen. Damit macht ihr nichts falsch. Wenn ich etwas vergessen habe oder wenn ihr noch ein paar Tipps und Tricks habt zum Thema Sodbrennen, schreibt es mir auch unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir können gerne darüber diskutieren und schreiben. Ich schreibe dann auch mit euch. Und klar, wenn es natürlich gar nicht mehr geht, dann muss man natürlich zum Frauenarzt gehen und da nochmal mit ihm drüber sprechen, was man da vielleicht medikamentös zu sich nehmen kann. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen und das Feuer entflammt nicht ganz so sehr. Und ich wünsche euch an dieser Stelle eine wunderschöne Schwangerschaft. Und wo immer ihr auch gerade seid, passt gut auf euch auf.